Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von. Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterextra über Chemtrails. Immer ein bisschen problematisch, über etwas zu sprechen, was es gar nicht gibt, aber weil es doch ein paar eigentlich nicht ernstzunehmende, aber es wirkt so, als ob das ein ernstzunehmendes Thema sei, doch nochmal ein paar Worte darüber verloren. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe meine ganze Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das Ganze kristallisiert sich im wahrsten Sinne des Wortes an Dingen, die man hier sieht, vorgestern aufgenommen über der Schweiz. Ganz normale Kondensstreifen, die dünneren gerade frisch entstanden, die dickeren hier ausgebreitet. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Aufgrund der atmosphärischen Bedingungen ist schon richtig. Früher hätte es das in diesem Ausmaß nicht gegeben. Weshalb? Weil es nicht so viele Flugzeuge gab. Aber es gibt auch auf 20, 30, 40 Jahre alten Bildern genau solche Kondensstreifen wie hier zu sehen. Aber nochmal, es gibt einfach mehr Flugzeuge, deswegen sind sie häufiger. Ich habe niemals irgendwo illegale Drogen konsumiert. Und auch die Kondensstreifen waren schon immer so, dass sie, wenn das Flugzeug gerade durch trockene Luft flog, dass sie sich schnell aufgelöst haben, kaum hinter dem Flugzeug zu sehen sind. Wenn sie aber in einer feuchten Luft sind, dann sind sie lange zu sehen, breiten sich auch zum Teil aus und sind die Basis für neue Wolken. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Was passiert? Der heiße Abgasstrahl, der auch ein bisschen feucht ist, das können Sie sich dann auch in einem anderen Video noch ansehen, was ich schon gemacht habe. Was passiert, wenn das schnell abgekühlt wird? Die Luft weiß nicht mehr wohin mit der Feuchtigkeit. Der Taupunkt bzw. in diesen großen Höhen der Eispunkt wird erreicht und das Ganze kristallisiert sich aus und es gibt eben eine Eiskristallwolke. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Was da erzählt wird, dass jetzt irgendwie Gift versprüht würde oder dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, das ist nicht wahr. Es hat mal ein Projekt gegeben und das gibt es auch immer noch. Man untersucht, okay, was könnte man jetzt machen, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Sie müssen sich ja auch überlegen, wenn das die Amerikaner wirklich machen wollten, vielleicht würden sie gerade in den Dürregebieten des Mittleren Westens, wo es seit Wochen praktisch jeden Tag wirklich ganz wolkenlosen Himmel gibt, hätten sie da möglicherweise was unternommen, um eben das Klima zu verändern. Haben sie aber nicht, weil eben, wie gesagt, diese Chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit sind von gelangweilten Verschwörungstheoretikern, die Menschen unglücklicherweise Angst machen. Sie müssen keine Angst haben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wie gesagt, Chemtrails gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Das funktioniert auch nicht so und würde auch nicht so funktionieren. Verbal.